Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Mitten im Winter. Mary Poppins läuft hier noch durch die Gegend. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Das ist Poppy Sweeting. Wir haben gerade Bombarda gelernt, ein paar Kürbisse in die Luft gesprengt, aber wir haben im Inventar auch noch ein paar Tiere, die es auszusetzen gilt, also beziehungsweise die hier in mein Gehege müssen, ohne mir dabei ins Gehege zu kommen. Und das sind hier so die lustigen Diri-Calls. Die würde ich wahrscheinlich mit in das große, weitläufige Grüne reinsetzen. Und hier die Kröten, die kommen mit in den Sumpf. Wir haben sowohl Männlein als auch Weiblein. Und wir lassen die da erstmal gewähren. Ja, und gucken mal, wie schleimig es wird. Und wer da wen anschleimt oder nicht. Jedenfalls geht es jetzt erstmal in den Raum der Wünsche. Und mittlerweile müssten eigentlich auch die ersten gezüchteten Tiere fertig sein. Unter anderem ein Testral. Und damit könnte ich dann Deeks Aufgabe abschließen. Aber wie immer gehen wir hier erstmal eine Runde abernten. Langsam nervt es mich, dass ich diesen einen Topf im Gewächshaus stehen habe und mir dieser eine Pott im Raum der Wünsche fehlt. Aber deswegen baue ich immer noch nicht alles wieder um. Ist alles noch im erträglichen Maße hier. Aber liegt ja auch an mir, dass ich das so mache, nicht am Spiel. Ist auch wieder Klimbim fertig. So, bei denen weiß ich gar nicht. Okay, das dauert dann eine Weile, bis man wieder aufmunitioniert ist. Okay, bei den Alraun ist das bereits der Fall. Wie sieht es mit den Getränken aus? Maximal. Fokus geht nicht, weil voll. Nee, Durus geht auch nicht, weil voll. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann sollte ich die vielleicht auch mal benutzen, die Tränke. Abklingzeit für Zaubersprüche. Zauberschaden erhöhen. Dauerhafte Steinhaut. Ich könnte ja mal so richtig einen raushauen in irgendeinem geeigneten Kampf. Okay, bedeutet aber jetzt für den Moment, dass ich die erstmal wieder abbauen und neu aufbauen muss, die Töpfe. Ist ja nicht schlimm, da geht ja nichts durch verloren, wie wir wissen. Okay, gut. Dann erstmal hier rein. Die Dodos da auszusetzen. Ja, natürlich werdet ihr hier alle mit Streicheleinheiten versorgt. Zumindest so weit, wie ihr zu mir kommt. Guck mal, da ist ein kleiner Schopperknoll. Hier. Brut eines Jobberknolls. Das hat funktioniert. Aber ich muss es immer wieder manuell neu anstarten. Juhu. So, dann gibt man alles zum Essen. Gegrast wird später. So, hier setze ich rein. Hier die vier Dodos. Ja, ich habe gar keinen Platz für vier Dodos hier mehr. Lass mal gucken. Oh, Sunshine ist männlich.
Ein männlich, ein weiblich. Aber ich habe ja gesagt, die schon Namen haben, die verkaufe ich nicht, ne? Okay. Weiblich, männlich. Weiblich, weiblich. Na komm, dann die zwei hier. Artenobergrenze erreicht. Ach, ich kann auch nur eine gewisse Anzahl verschiedener Arten hier reinpacken. Okay. Achso, 4 Arten und 12 aktive Tierwesen. Ich würde sagen, dann lasse ich die Mondkälber. Ne, hier, ich lasse hier mal die Knuddelmuffs sich vermehren. Okay, dann muss ich euch woanders hinpacken. Die Tribbles aus Hogwarts Legacy. So, ein bisschen Material einsammeln. Ihr versteht das sicher, wenn ich schon mal hier bin. Ja, sammeln. Jetzt nur, wie ich auf die Schnelle drankomme. Huhu. Okay, gut. Die Kröten setze ich dann in den Sumpf. Okay, dann muss ich auf jeden Fall hier die Dodos mal hier hinsetzen. Hier habe ich ja 4 verschiedene Arten noch nicht erreicht, obwohl ich, das ist eine doofe Begrenzung, aber da darf man ja geteilter Meinung sein. Guck mal hier. Ein kleiner Hippogreif. Und die stolzen Eltern. Oh. Okay, dann jetzt aber hier raus mit den Dodos. Jetzt mal alle zum Futtertrog laufen. Sei ihnen gegönnt. Ja, wundervoll. Dürfen sich die Dodos hier auch mal vermehren. Gerade angekommen und schon geht der Spaß los hier. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Sonst hätte ich die Folge natürlich auch nennen können. Zucht und Ordnung. So, Federn sammeln. Jetzt kann ich den von euch sammeln. Auch Federn. Zucht und Ordnung. Law and Order Hogwarts. Okay. Ach, hier ist noch so ein Verbindungsgang. Das hatte ich ja gar nicht gesehen. Ah, okay. Gut, das muss man aber auch erstmal wissen hier. So, ab in den Sumpf. The Swamp. Ah, hier ist der kleine Testral. Gut eines Testrals, ja. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Na, aber auf jeden Fall.
So, bevor ich hier irgendwas anfange zu sammeln. Boah. Haben wir überhaupt noch Platz für die Kröten? Ja. Dann werden die auch gleich nochmal gezüchtet und dann kann ich es verkaufen anfangen. Aber erstmal dürft ihr hier ein bisschen eure friedliche Freiheit genießen. Will ich euch bürsten? Ja, liebe schleimige Kröten. So, ihr dürft euch dann auch mal fortpflanzen. Hey, Level Up! Ei einer riesigen lila Kröte. Okay. Wie die mit der ganzen Zunge in das Essen reinlangen. Ich würde bald ein eigenes Geschäft aufmachen, ne? Wenn es ein Multiplayer wäre hier mit meinen tollen Tierprodukten. Okay, man kann dann die kleine Kröte mit dem kleinen Testral spielen. Eieiei. Okay, gut. War der Ausgang? Dann werden wir jetzt mal Deke von den tollen Neuigkeiten berichten. So ein bisschen den Verkaufsklimbim, den mache ich dann, glaube ich, mal ohne euch, oder? Ah, erstmal gucken, was Deke sagt. So, es gibt gute Neuigkeiten, Deke. Deke ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. Das ist sehr nett, dass du mich da wieder darauf hinweist. Okay, es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde, Deke. Hallo, Deke. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Das tut mir leid, Deke. Obwohl ich sagen muss, ne, dann. Obwohl, deinen Meister kenne ich gar nicht so. Ne? Nur von dem, der deines Freundes, der ihn da in der Höhle mit den Spinnen gelassen hat, wo er gestorben ist. Gut, es nützt aber jetzt auch nichts, wenn ich schlecht über seinen toten Meister rede, während es Deke selber eigentlich leid tut. Also mein Beileid, Deke. Eine entsetzliche Geschichte, Deke. Mein Beileid. Deke hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Deke ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. Okay, Auftrag abgeschlossen. Irgendwann kommen wir dann vielleicht auch in den Genuss eines Phönix. Mal gucken. War ich so lange da drin, kam mir gar nur so kurz vor.
dass hier schon wieder alles Mögliche fertig geworden ist. Nicht zu fassen. Jetzt, wo ich einen Mega-Power-Trank, für einen Mega-Power-Trank Platz hätte, ne? Okay. Ja, also jetzt sind ja eh fast alle Getränkelager voll. Jetzt baue ich hier den Kessel nicht nochmal zusätzlich ab. Okay, was machen wir denn als nächstes? In den Aufträgen. Was haben wir noch im Inventar? Krötenwarzen. Von schleimigen, riesigen lila Kröten aus den Sumpfen abgeworfen. Mit dem Warzen einer riesigen lila Kröte kann man seine Ausrüstung aufwerten und ihr Eigenschaften zuweisen. Also es wäre schon gut, wenn ich dauerhaft alle Tiere züchten würde, aber ich fürchte, dass das nicht gehen wird. So, Feuer und Sünde, da sind wir noch nicht, hier mit der Hauptstory weiterzumachen. Im Schatten der Entdeckung, da können wir mal weitermachen. Sebastian hat mir eine Eule geschickt und mir mitgeteilt, dass er im Buch aus dem Kryptorium etwas Interessantes gefunden hat, worüber mit mir in der Krypta sprechen möchte. Dann sag mir doch mal, was du Interessantes gefunden hast in der Krypta. In dieser Folge nicht nur um Tierwesen geht. Ich weiß, einige Zuschauer hätten gerne, dass jede Folge nur um Tierwesen geht. Revelio. Aber so ist es nun mal nicht. Lasst mich eure Meinung hierzu gerne in den Kommentaren wissen. Okay. Moment, mir wird hier nicht der richtige Weg angezeigt. Denn? Ich habe die doch hier auf der Karte markiert hier. Krypta. Schatten der Entdeckung. Doch, doch, verfolgen. Okay, das ist mir jetzt als Hauptziel auch markiert. Okay. Ist das richtig? Nicht aus Versehen die Hauptquest anfangen. Entschuldigung. Huch, einmal glatt durch die Tür durchgegangen. Revelio. So, gleich wird's kryptisch. Auf in die Krypta. Okay. Du glaubst nie, was ich erfahren habe. Spann mich nicht auf die Folter, was ist es? Was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefördert. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Euer ist Crucio? Nee, wir haben getan, was nötig war. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber.
Denn in dem Zauberbuch war noch etwas. Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Habe ich auch gerade dran gedacht. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Okay, ich stimme dir zu. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr weiß, schicke ich eine Eule. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Ich entscheide, was zu meinem Besten ist. Ominous. Na toll. Wir wollten gerade frische Luft schnappen. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner. Ich habe alles gehört. Du hast geschworen, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du das willst. Ich gebe die Suche nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Du kannst einfach nicht aufhören, was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Jetzt fühle ich mich irgendwie blöd. Ich werde nicht aufgeben. Ja, so hält man ein wegrollendes Fass auf. Ja, Ominous, ich lasse dich erstmal in Ruhe runterkommen und dich beruhigen, bevor wir dann in der nächsten Folge miteinander über das Geschehene und das, was wir vielleicht vorhaben, sprechen werden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.